Grazie per il. Dankeschön für die Fraktionslosen. Herr Stadler, bitte eine Minute. Frau Präsident, dieser Gipfel hat doch eines gezeigt, und das zeigt sich auch schon in den vergangenen Wochen und Monaten. Die Politik der Europäischen Union gegen Russland ist kolossal gescheitert. Sie haben versucht, die Ukraine gegen Russland auszuspielen, es ist daneben gegangen. Wir haben Armenien am langen Zügel geführt, haben ihnen alle möglichen Versprechungen gemacht, nur nichts Konkretes. Es ist daneben gegangen. Heute sind sie Mitglied der Handelsunion. Wir haben heute die armenischen Parlamentarier hier gehabt. Wir haben sie gefragt, dieselben Fragen, die hier diskutiert werden. Welcher Druck wurde ausgeübt? Die haben gesagt, es ist überhaupt kein Druck ausgeübt worden. Es wurden uns konkrete Angebote gemacht. Die Europäische Union hat uns nie ein konkretes Angebot gemacht. Die haben uns Handfestes auf den Tisch gelegt, innerhalb von einer halben Stunde. Die Europäische Union hat es in Jahren nicht zustande gebracht. Und das gleiche Problem ist in der Ukraine. Das heißt, wenn Sie schon immer eine starke Europäische Union beschwören, warum zeigen Sie dann hier die starke Europäische Union nicht? Warum machen Sie aus einem Fall Timoschenko eine Staatskrise, sodass am Schluss die Führung in der Ukraine schlicht und einfach zum Ergebnis kommen musste, worüber verhandeln wir eigentlich mit dieser Union, wenn wir vor der Staatspleite stehen und nicht in der Lage sind, das nächste Budget zu finanzieren? Dann gehen wir doch dorthin, wo wir das Geld bekommen. Und Russland hat die 15 Milliarden innerhalb von Stunden auf den Tisch gelegt. Sehen Sie, das ist der Unterschied. Daher ist die Europäische Union bei dieser Politik des dauernden Ausspielens von Ländern gegen Russland gescheitert. Wir müssen daher auf eine neue Basis mit Russland kommen und in Russland endlich den Partner sehen und nicht den Gegner. Mr. Stadler, do you Herr Stadler, akzeptieren Sie eine blaue Karte? Ja, Herr Kollege Stadler, ich bin mit den Positionen Ihrer Partei eigentlich vertraut und sie gefallen mir überhaupt nicht. Die österreichische Rechte ist mir bisher nicht dadurch aufgefallen, dass sie europäisches Steuergeld einfach so nach Osteuropa tragen möchte, ohne dass daran Bedingungen geknüpft werden. Und dass jetzt eine Mitgliedschaft der Ukraine in Aussicht gestellt wird, ist auch etwas, was ich also von Ihnen bisher nicht gehört habe. Ist es das, was Ihnen vorschwebt? Herr Kollege Lambsdorff, ich war auf Ihre Frage gefasst. Ich zitiere Sie selber. Sie selber haben von der kolossalen Scheitern der EU-Politik gegenüber Russland gesprochen. Ich teile Ihre Auffassung. Nur wenn ich von vornherein eh weiß, dass niemand bereit ist, das Geld auf den Tisch des Hauses zu legen, warum versuche ich dann, ganze Länder gegen Russland auszuspielen und aufzuhetzen? Warum werfe ich den Russen vor, sie würden sich in Länder einmischen, während gleichzeitig Mitglieder dieses Hauses und noch prominentere Politiker auf dem Mandatplatz versuchen, dort die Mengen aufzuhetzen? Wenn ich eh schon weiß, dass ich es nicht leisten kann, dann mache ich das eben nicht, was man derzeit gegen Russland macht. Daher ist es vernünftiger, zu sehen, was man leisten kann und dann zu versuchen, in Russland den Partner zu suchen und nicht den Gegner. Grazie. Vielen Dank.